Mitten im Rosenkrieg erwischt Eva Benetatou ein neuer Schock. Momentan befindet sich Eva Benetatou, 29, in einem Rosenkrieg mit Chris Broll, 32. Doch mitten in der Schlammschlacht erlebt die ehemalige Bachelor-Lady einen Doppelschock. Erst ein übler Unwetteralarm und danach eine fiese Attacke von Fans. Wie es dazu kam, zeigt unser Video. Griechisches Unwetter versetzt die Ex-Bachelor-Lady in Angst und Schrecken. Das Elend beginnt in Prevesa, einer griechischen Hafenstadt. Alles startet noch harmlos. Eva kündigt am Anfang ihrer Story zwar an, dass es heute dort regnen soll, doch da ist sie noch in guter Stimmung. Wir sind am Strand und hören es donnern, schildert der Reality-Star. Das sei selten in dieser Jahreszeit, meint sie, bevor sie mit der Handykamera einen Ausblick auf die grauen Wolken gewährt. Nachdem sich der griechische Himmel verfinstert hat, tut es Evas Gemüt ihm sehr schnell gleich. Denn es entspinnt sich schnell eine dramatische Lage. Nicht mehr unter offenem Himmel, sondern mitsamt vieler anderer Menschen befindet sie sich nun in einem Strandhaus. Und ist entsetzt, Schock. Riesenunwetter, Stromausfall, teilt sie ihren Followern mit. Alles sei durch die Gegend geflogen und alle seien in Panik gewesen. Binnen Sekunden sei das Unwetter ausgebrochen. Sie gibt zu, riesige Angst gehabt zu haben. Während sie das berichtet, hat die Lage sich aber zum Glück wieder etwas beruhigt. Etwas später filmt die Ex von Chris Eindrücke der Verwüstung. Umgefallene Bäume und herumliegende Äste zieren den griechischen Straßenrand. Einfach unfassbar, zeigt sich die ehemalige Bewohnerin des Sommerhaus der Stars schockiert. Diese Schreckensmomente muss sie wohl erstmal verdauen. Gelegenheit dazu kriegt sie aber keine. Denn bekanntlich geht's immer noch ein bisschen schlimmer. Denn nach dem Posten der Story erreicht Eva ein Kommentar, die ihr wie ein Schlag in die Magengrabe vorkommen dürfte. Es ist nur ein Wort, aber es reicht, um den TV-Star richtig auf die Palme zu bringen. Welches das ist und wie krass Eva reagiert, zeigt unser Video.